Hallo und herzlich willkommen zu King of the Hill. Wie ich jetzt immer sage, ich sage immer auf, aber das hört sich an wie auf. Also sage ich direkt auf the Hill. Und ja, wer ist noch dabei? Bobo Rossa natürlich wieder. Ja, es ist wichtig, sich zu bekennen, wenn man irgendwie was möchte. Also nicht alles machen wie die Schafe, sondern wenn du aufsagen willst, dann sag auf. Das ist total in Ordnung. Und das hört sich auch viel, viel cooler an. Ich meine, das ist ein deutsches Let's Play, also es ist auf the Hill. So ist das nun mal. Richtig. Boah, dieses Glitschen, ne? Bin aber noch da. Ja, ich denke mal, wir gehen mal hier raus. Ja, und, hier gibt's ja nicht als Möbel. Nee, das ist halt ein bisschen vom Krieg geprägt, ne, würde ich glatt behaupten. Ich wollte gerade meinen, das ist halt armer. Hier gibt's nirgendwo Möbel. Nein, es ist vom Krieg geprägt. Yep. Hier alles sind armer, natürlich. Richtig. Aber so, du hast recht. Da vorne ist ein Toter. Die Möbel, ne? Gibt keine Möbel, ne. Hab ich nie so wirklich drauf geachtet. Kann man aber darauf verzichten, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, klar. Das muss man dafür auch nicht vergessen, es gibt ja auch, sind ja auch da, aber der Leiche ist einer. Der im Haus. Oh, scheiße, da ist auch einer im Fenster geradeaus. Der hat mich angeguckt, glaube ich. An der Leiche, oder was meinst du? Da war einer an der Leiche, ja. Na, was ist mit dem? Stirbt er? Ja, er stirbt. Das ist schön. Ich sehe hier gar nichts. Ich sag mal Richtung Osten. Ja, Richtung dann, dem Schild nach draußen, ne? Da, wo unser zerstörtes Auto. Oh, ich sehe ihn. Ah, ich hab ihn getroffen, aber nicht erledigt. Hinterher. Der Hundsfotz. Attacke. Rollenspielsprache von dir. Stefan. Sniper. Lass mal hier hinterbleiben. Okay. Dräng mich doch nicht weg. Ja, sorry, ich gehe jetzt mal hier hinten rein. Oh, noch mehr. Ah, ich wurde erschossen. Der Sniper ist ganz in der Nähe. Pass auf, du kannst mich nicht retten. Der snipet dich, Alter, weg. Du bist ja direkt hier vorne. Ich hatte so ein Gefühl, dass ich da nicht lang gehen sollte, aber bin dir mal gefolgt. Also, was machst du jetzt? Ich versuche, dich zu holen. Mach die Tür hier zu. Das ist schon mal eine gute Idee. Vielleicht kannst du es ja durchs Tor. Man sieht unter einer Waffe rausgucken. Naja, das Tor hält mich. Und klappt. Ich reste dich gerade. 50%, nice. 60, 70. Ja, das Tor ist ein gutes Tor. Ihr seht, wir sind... 90. Wir sind groß. Ah, bin wieder tot. Ja, ist das so. Machen wir gleich noch mal. Und meine Waffen sind weggeglitscht, das heißt, ich könnte nicht mehr das Feuer eröffnen. Ja, ist egal, ich hol dich wieder. Gib Punkte, mach weiter. Von wo kommt der Schuss denn? Straße runter, also wo wir lang gegangen sind, die Richtung. Oh ja. Hier hin, 90. Ich werde gleich sofort 100. Rollen. Ja, rollen. Ah, nee, nicht weg von dir, nicht weg von dir. Ich muss wieder zum Tor hin. Shit. Ah, komm schon. Nein. Ah, ich hab's geschafft. So, jetzt kommst du hier. Ich lebe. Ab ins Gebüsch. Okay, treat yourself. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe nicht mal eine Pistole dabei. Zeigen. Mein Zauberstängel. Warte mal, ich kann dir. Ja, Zauberstängel, genau. Ich will sie haben. Hab ich nicht eine? Ja, doch, habe ich. Oh ja, gib mir deinen Zauberstängel. Ich schmeiß mir auf den Boden. Hab ich auf den Boden geschmissen. Hab's sie? Auf den Boden sehen. Plus ja, hast du auch, ne? 16 Stück nur. Warum habe ich denn? Ich habe keinen. Warte mal. Was ist das denn nochmal? Die 9 mm? 9 mm müsste es sein, ja. Na komm, ich geb dir alles hier. So. Danke, das reicht. Okay, dann lass mal zu den Typen hin. Peter! Oh, wir haben beschossen. Ah, oh, wir tot. Er auch. Schön. Darfst mich schon wieder retten. Ja. Das lohnt sich diesmal für dich, hä? Ja, aber die Mauer ist weg. Das stört mich gerade. Okay, ich rette dich gerade. Das war nicht der Scharfschütze, nur nebenbei. Nee. Der hat nämlich eine... Sturmgewehr. Der hat die Waffe. Ja, genau. Aber ich hab den auf lang... Ich hatte die achtfach dran, ne? Das war ein bisschen doof gewesen gerade so im Nahkampf. Dann, ja. Ja, definitiv. Und wir müssen jetzt... Ich verbind mich wieder. Da rennt noch einer, oh mein Gott. Und zwar in westlicher Richtung im Haus. West-West-Süden. Aber nicht rüberrennen, da ist der Sniper. Aber der ist da in dem Haus reingelaufen. In diesem Granate, hier. Granate direkt vor uns. Oh, jemand versucht uns zu töten. Da, um die Ecke, aus der Ecke.
Aber Waffe ist umgeladen, wieso das denn? Ah, nice. Ist tot, ist tot. Das war der Sniper, glaube ich. Puh, da ist noch einer. Scheiße, ich bin tot. Ah, war grad, verdammt, ich lebe noch. Ich bin auf der anderen Hausseite. Ich hab's nicht gesehen. Von irgendwo, keine Ahnung. Nein, nein. Probleme war, mir hat man an die Beine geschossen und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Oh. Darauf ein Schluck Monster. Ja, Mann, war in der Zwickmühle. Das war aber actionreich, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, war gut. Muss man, kann man jetzt aber auch nicht anders sagen. Das Problem war, das sind wir, die leider sind, die verloren haben. Aber wir haben noch mitgerissen. Ich habe aber, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, gute viele Leistung Leute von dir. Gerade gekillt, also. Das, Hier gleich ein Helikopter. Ja, war gut. Es liegt alles an der tollen Maus. Nein, natürlich nicht. Ich finde es eher noch sehr, sehr, sehr befremdlich gerade. Das ist wie, als wenn man etwas anderes anfasst, weißt du? Nicht dein eigenes. Nein, ich verstehe nicht, was du meinst. Ach so, sorry, ich verstehe. So. Wie ist eigentlich dein Joystick, wenn wir schon bei dem Thema sind? Ziemlich lang. Ziemlich gut. Ich habe gehört, die Technik macht's, ne? Nicht ja, definitiv. Und... Nee, ist gut. Der ist für BF tatsächlicherweise. Aber auch nicht so viel ist von... Zytec war das, ne? Zytec, genau. F1, bla. Reicht. Kostete 25 Euro oder sowas. Stay safe. Yeah, Pilot Chris. Könnte tatsächlich unser Chris sein, ist aber nicht. Ja, es gibt viele Chris. Ich hab einen Kill Assist gerade sogar noch bekommen. Das ist ja. Hast du jemanden noch verletzt, der jetzt gestorben ist? Ja, ich bin ja währenddessen ich gestorben bin, habe ich noch Sperrfeuer gehalten und habe alles mitgenommen, was geht. Okay, wollen wir zählen? Raus, oder was? Zwei, drei. Wir werden aber irgendwie landen wir doch auseinander, ne? Nee, ich bin ziemlich nah bei dir gerade. Ich mache einen kleinen Linksschwenker. Ja, ich mache jetzt einen Rechtsschwenker und schon sind wir jetzt weit getrennt. Oh. Dreh dich nochmal rum, dreh dich einmal richtig. Mach ich auch nochmal. Dann, ich bin bei den Hallen. Und du wirst direkt beschossen von einem, der direkt vor mir ist. Ich hab ihn gesehen. Den packe ich mir. Du kleines Arschloch, du schießt. Warte, rech ich weiß, mich. Wo ich. Ich lebe aber noch, ne? Trotzdem rech mich. Trotzdem. Er ist tot. Schön. Ich wollte gerade zu dir hinkommen, dich zu unterstützen. Richtung West-West-Nord. Da fliegt ein Mohawk. Aber scheint zu landen. Man merkt es, ne? Ey, man merkt es so, finde ich. So, wenn man Ego-Shooter wieder öfters spielt, irgendwie finde ich, man wird in allen wieder so ein bisschen safer, einfach. Ja, die Reaktionen, die kommen einfach, ne? Genau. Was soll ich sagen? Irgendwas. Ja, es ist einfach so. Beschossen. Oh, von hinten. Von hinten. Definitiv von hinten. Oh ja. So. Ich bin tot. Ah, ich konnte ihn nicht. Ich habe ihn gesehen, ich habe visiert und dann. Ja, resetten wir mal. Genau, nochmal. Ja, es ist. Ich habe ja davor relativ viel MMOs gespielt und das macht einen so ein bisschen lahm in solchen Spielen, finde ich. Killt den Skill. Oder? Ja, genau. Also ich habe jetzt, seitdem ich jetzt eine Woche wieder intensiv. Mach mal den Hummingbird. Ja, komm. Ich finde den cooler. Seitdem ich jetzt wieder mehr Ego-Shooter spiele, werde ich in der Sache auch wesentlich sicherer wieder. Gott sei Dank. Es gab ja mal Wochen, wo wir jeden Tag abends King of the Hill gespielt haben. Ja. In der Zeit habe ich auch ganz schnell Level gemacht. Aber wie ihr jetzt sehen könnt, hat sich bei den Punkten nicht so viel getan. Nee, momentan nicht regelmäßig. Obwohl killsmäßig geht es bei mir gerade ziemlich gut ab. Ich treffe zumindest wieder gut, wenn ich was sehe. Das war bis vor kurzem auch nicht mehr so. Das ist natürlich die Maus. Nee, ja auch. Nein, das ist nicht die Maus. Das ist, weil man es einfach wieder öfter spielt. Oh, du guckst mich aber gut an. Oh. Ja, ich guck nach vorne. Weil da wurde gerade ein Helikopter oder so abgeschossen. Und ich finde das sehr interessant. Ob wir auch in so einem Flammenball enden dürfen. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, okay. Ich habe das Gefühl, mein Nacken, komm, lass uns raus. 3, 2, 1, out. Bin direkt draußen. Schon im Hafengebiet. Aber hier ist vielleicht ein bisschen stiller. Deswegen ja. Ich lande. Ich lande bei der Wippe. Das war jetzt aus. Da hinten bist du, okay. Ja, bei der Wippe. Yay.
Ich bin jetzt ein bisschen weiter weg von dir. Was ist eigentlich, wenn ich vor dem Landen bremse, bin ich dann schneller bereit zum Schießen oder wie ist das? Weil Schaden kriegst du ja nicht. Bist eigentlich niemals schneller bereit zum Schießen. Und ich wusste gar nicht, dass man das Karussell bewegen kann. Wusstest du das? Nein, ich habe niemals mit dem Karussell da gearbeitet. Dann komm mal zu mir. Du musst ja, dir das angucken. Ich bin auf dem Weg nach dir. Weißt du eigentlich, wie spät wir es gerade haben? Nicht, ne? Viertel vor neun. Viertel vor neun, okay. Einfach nur mal, um mal zu wissen. Okay, komm, du bist aber weit ab vom Schuss gelandet. Das kann ich von dir jetzt auch sagen. Na, ich bin näher im Gebiet. Ja. Ui. Aber wer ist der Commander? Ja, ich. Ich bin der Commander. Oh, ich werde beschossen. Oh mein Gott, ich werde beschossen. Genau. Aber drehe ich doch nur ein Rädchen. Damit man sieht, ja, wer der Commander ist. Naja, ja, ja, ja. Kann man da rein? Leider nicht so wirklich. Irgendwie nicht, ne? Warte aber man kann es drehen. Doch, jetzt bin ich drauf. Ja, das bringt's aber leider nicht. Jetzt bin ich aber ganz drauf. Oh, komm, lass uns weiter. Wippen? Geht nicht. Mal wippen? Hab schon getestet. So, okay, egal. Wir sind hier im Krieg, Commander. Ich bin der Commander, Entschuldigung. Hast dich versprochen, ne? Ein freudscher Versprecher. Ja, ehrlich mal, das gibt's ja gar nicht. Freud lässt grüßen. Wo ist denn... Hier hinten sind irgendwo... Okay, das Haus ist jetzt ein bisschen doof. Guck mal, er rennt schon wieder vor. Attacke. Gibt's keine Info, hoffentlich stirbst du jetzt. Ich glaube, du hast gesagt, vorwärts, Commander. Und hier, warte, wenn ich der Commander bin, dann folgst du mir auch. Ja, 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 ich kenne deine komischen Taktiken mit Buggies. Du musst einfach Auge auf mich richten und folgen. Ja, ja, und dann sind wir da bei Buggies. Da ist ein Helikopter, der auf dem Boden rumsteht. Das sind freie Punkte, ne? Da schießt doch was auf dich. Glaube ich. Ich hab auf den Helikopter geballert. Ja, das ist mir bewusst. Ach so, du meinst, etwas schießt trotzdem noch nebenbei ja, auf mich? Ja, ja, das klang so zumindest. Das Schüsse ihr in der Nähe nochmal. Ja, das ist wahrscheinlich Querschläger von mir, die dann anders klangen. So, so, und du bist dann wieder über die Straße gelaufen, durch das Haus und weiter voran, ne? Ja, ohne Bescheid zu sagen. Ich sag sogar, auf was ich schieße und ich höre nichts von dir, nichts. Hier ist ein Schattenspiel. Bin ich das? Nein. Ja. Wo bist du denn jetzt? Über dir. Ach, du warst das mit dem Schattenspiel. Kann sein, okay. Ja. Bin mir nicht sicher, ob da jemand in dem... Nee, ist doch nicht. Ich hab mich geirrt. Ich folge dir jetzt einfach, komm. Ich folge dir? Nein, okay, ich laufe. Nee, du wolltest es vorgehen, dann mach das auch. Dann, lass mal in den Turm gehen. Das magst du so sehr. Ja, ich finde Türme total spannend. Ich finde das so beschissen. Ich Türme. Oder ich hab eine bessere Idee. Wir entweihen die Kirche. Komm mit. Da mach ich nicht mit. Du folgst mir. Soldat. Ohne Witz, ne? Ich bin kurz davor, dich kaputt... hier kommst du eh nicht rein, ne? Ja, ich bin gerade sehr enttäuscht. Oh, hier ist auch ein... So ist das mit der Kirche. Die wollen einem nicht helfen. Die sperren sich einfach ein. Stefan, ich... Oder landen ganz viele Leute. Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Ich muss schießen, sorry. Ich finde das immer total cool zu sagen. Ja, landen total viele. Wo denn? Ja, schwer zu sagen. Ja, sorry. Irgendwo. Ich glaube, er ist tot. Das war in der Richtung der beiden Feuer da. Nordosten. Ja, ja, ich bin hier gerade an dem... Da aber sind viele Leute gelandet. Da hinten schießt doch noch irgendwo was. Größeres. Was? Ich höre nichts. Zumindest. Alles wie in Israel. Was? Nicht Israel, sondern es brennt doch alles in Gaza, genau. Gaza-Stadt. In Israel, ja, die leben auch, doch wie... Aber man hört davon wieder nichts, ne? Das ist immer so ein bisschen komisch. Also die Leute haben aufgehört, sich dafür zu interessieren. Ja, und schieß auf Helikopter. Dann war ja wieder eine Zeit lang Putin und von denen hörst du jetzt auch kaum noch was. Alles irgendwie ganz komisch. Finde ich immer schade. Ich muss aber auch zugeben, ich höre mich gar nicht um, was das angeht.
Ich lese das nur immer so auf GMX und was weiß ich so, ne? So überall da, wo ich mal eben so bin. Da lese ich ja, das dann auch so ein bisschen News verteilt ist, ne? Weil, genau, weil Fernseher gucken wir ja, gucke ich auch nicht mehr aktiv. Nur ganz selten. Ich gucke dann immer Twitch TV. Ich meine, du kennst mich ja, ne? Immer ja, wenn ich in neuen Medien. Ich schaue gerade was irgendwie. Irgendein Stream. Immer irgendetwas, ja. Irgendwas schaue ich immer. So. Das sind die neuen Medien halt, ne? Ja, und die schaue ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Man kann sich aussuchen, was man sehen will. Es gibt eine große Auswahl. Ich weiß, wo einer ist. Das Haus, die Straße runter, das zweite von links. Rennen. Ja, das ist, ah, ich werde beschossen. Ich schieße auch schnell die Rakete los und gehe runter, weil ich muss in Deckung gehen. Ja, ich bin auch bei dir. Ich will jetzt hier auch weg. Ja, ich schieße eben noch einmal eine Rakete auf das Haus, weil ich möchte, dass es einstürzt. Und dann bist du gleich tot und dann ist das Geheule groß. Ich heule doch nicht, wenn ich sterbe. Sicher total oft, sobald wir aufgehen. Nein. Wow. Jetzt hast du es verraten. Wo bist du denn, ey? Ich bin fast neben dir, in selben Ruinen noch. Lass uns mal hier weg, wir werden hier echt dauerbeschossen. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich weiß leider auch nicht von wo. Ich geh jetzt erstmal hier ein bisschen runter. Ich sehe auch irgendwie nichts. Außer Turm 4 sterben welche. So, dann wurde er wahrscheinlich gesniped. So, ich bin jetzt erstmal woanders. Ich bin bei dir. Ja. Da! Vor uns, vor uns! Granate! Die Granate nochmal werfen, verdammt. Also, ich weiß nicht, was vergessen. Du eingestellt hast, aber normalerweise wäre das G. Ja, er ist tot. Er ist tot. Ich wollte gerade drauf schießen. Ich war vom Haus und hab mir gedacht, ja, jetzt ist er. Er hat gerade mit. Ja. Er hat gerade mit Kuh in die Ecke geguckt und ich hab, naja, auf die Ecke geschaut. Und was meinst du, wer dann schneller schießen kann, ne? Ja, ich. So, mal gucken, was hat er denn? Nichts. Arme Sau, die Granaten kriege ich zurück. Das ist doch alles. Mann. Immer dasselbe mit den heutigen Soldaten hier. Die haben einfach nichts drauf. Aus Low Budget, weißt du? So alles Discount-Soldaten. Ja. Von der Stange. Ware. Ja. Es ist zusammengenäht worden in Bangladesch. Oh. Granatenpanzer. Getroffen, bin tot. Ich hab's überlebt, ich komme nicht irgendwie retten. Ich versuche es. Gib mein Bestes. Ich krieg dich. Oh, wenn ich nicht so übelst Nackenschmerzen gerade hätte irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Ich hab das schon den ganzen Tag heute gehabt. Kennst du das? Keine Ahnung, wie das auslöst. Ich hätte das mit dem Rücken, dass ich das einfach eines Morgens falsch gelegen habe. Und dann hatte ich es erstmal. Ja, du hattest es auch ganz schön, ne? Also es war ja... Ja, ich hatte es ein bisschen länger und auch ganz unangenehm. Ja. Das mit dem Rücken. In der Sache hatte ich noch nicht so wirklich Schwierigkeiten, aber ich muss auch sagen, trotzdem bin ich gerade eifrig dabei, ein paar Kilos herunterzunehmen. Das Schaufel? Ja, das am besten, aber... Das wäre schön, wenn das gehen würde, ne? Ja, bisschen wieder mehr Wasser. Ich habe jemanden landen sehen, und zwar Osten. Ja, ich sehe es auch hier bei mir. Mit Rauch ist hier auch bei mir in der Nähe. Oh, das ist interessant, das ist also ein Feind wahrscheinlich. Boah, Alter, ich wollte gerade auf dich schießen, ohne Scheiß. Ich folge dir, Commander, bitte nicht schießen. Boah, ich mich hier kurz ein bisschen hin. Ich glaube, hier kommen sie gleich. Links war irgendwo auf jeden Fall einer gelandet. Da musst du in alle Seiten jetzt gucken. Oben auf dem Turm 2 ist einer. Sorry. Ich bin tot. Ja. Ah, ich hab ihn gerade noch gesehen, dann hatte ich einen Leck und bin tot. Scheiße, hätte ich das mit mir nicht gemacht. Ja, wir respawnen neu und das ist mal wieder ein total geiler Folgenstopp. Ehrlicherweise sind wir schon wieder bei der Zeit, dass wir Adieu mit Ö sagen können. Von daher, Adieu mit Ö. Das ist geklaut, Tobias, und du weißt es. Was? Das ist nicht geklaut. Ciao. Ciao. Mit V.